Die Nuki ist morgens immer nicht so gut drauf. So, ich packe jetzt die Kindersitze um und dann müssen wir aber los. Ja. Auf alle Fälle bin ich wieder zu Hause. Der Akku spinnt hier von der GoPro oder die GoPro wieder der USB-Anschluss. Es ist die Schwachstelle schlechthin, ist dieser USB-Anschluss bei der GoPro. Also wirklich, was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht alle 4 Monate, 5 Monate eine neue Kamera kaufen. Es ist unglaublich. Ich werde mir jetzt noch einmal die neue Kamera jetzt holen von GoPro. Oder ich werde mich jetzt mal kurz belesen, was jetzt wirklich eine geile Kamera ist. So eine kleine Kamera mit einem guten Ton, die vernünftige Bilder liefert. Also, das geht ja nicht. Ich putter ja hier tausende Euro in die Ausrüstung und das bringt ja eigentlich nichts. Das mache ich ja nur zum Spaß, wa? Und einfach nur dafür, das ist scheiße, ey. Also die Kamera ist wahrscheinlich wieder hin. Naja, schauen wir mal. Also ich brauche natürlich keine neue Kamera. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der ein bisschen basteln kann und der mir das aufmacht und da eine vernünftige USB-Buchse drin lötet, die verschraubt wird oder was weiß ich. Oder eben Magnetkontakte einfach statt. Also für diese Ladefunktion, so wie Apple das schon mal hatte. Und dann eben ein Stecker, der nicht so abgeht, sondern der so anliegt am Gerät. Hatte Apple alles schon mal gehabt, ne? War wahrscheinlich zu gut, hat sich nicht durchgesetzt oder was? Keine Ahnung. Steckverbindungen sind immer miserabel. Jetzt habe ich auf alle Fälle schon wieder nur noch einen Balken. Ey, das kann so nicht arbeiten. Ich fahre jetzt erstmal zur Bank, hole ein bisschen Geld, dann fahre ich zum Mediamarkt und dann kaufe ich mir wahrscheinlich so eine GoPro 7 oder so. Das ist ja nicht die Kamera, das ist der Akku. Der Buchsle. Das werde ich jetzt erstmal ausschließen, ja. Das ist dieser scheiß Akku. Mann, der scheiß Akku ist das. Ist mir auch schon ein paar Mal runtergefallen. Guter Akku ist das. Dann holen wir mal alles ab, wa? Boah, statt einer neuen Kamera jetzt also nur ein Akku. Leider gibt es die nicht mehr. Hier siehst du, mein Gewicht. Meine Frau hat abgenommen. Das war mein erstes Wiegen und das war jetzt heute. So viel wiegst du? Ja, aber USB-C haben sie nicht, ne? Was heißt das? Vollgeladen ist es auf alle Fälle. Hier, so sieht der jetzt aus. Der sieht schön aus. Ja, fasst sich auch noch gut an, ja, aber so war der auch mal. Ich hasse diese Plastikdinger, hasse ich sowieso. Die rutschen ja hin und her und alles. Gummiert muss er schon sein, der Akku. Ist jetzt hier so eine Hip-Hop-Packung. Ist eine, die ja, so ist ein bisschen so schnassi, Öko. Kanada-mäßig. Ja, Lamba. Airline approved. Safety to fly with. Wird nicht explodieren in den Höhen. Sonst kommst du damit auch ja nicht ins Flugzeug. Gucken wir mal, was er sagt. Ich stecke aus. Oh, Hilfe. Wie so ein Lüttel. Ich will schon wieder anrufen. Ja. Hallo? Nö, eigentlich nicht. Ups, na, ist ja ohne Masche. Six genau. Premium Safety Features. Over Discharge. Ja, ist over alles. Voltage. Ich over bin jetzt gerade raus. Und alles in Ordnung. Ich habe aber over kein Bild bekommen. Charge. Das lag auch ziemlich geknüllt da drin, zeige ich ganz überall waren Arme und Beine. Geknüllt? Ja, das sah wirklich ganz schön lustig aus, weil überall waren irgendwie die Arme und Füße und die weiß Knubbels. Ich was. Aber war süß, er hat sich da ein bisschen bewegt und er meinte, es ist alles in Ordnung. Fertig. Keine Ahnung, das wüsste man nicht so richtig. Weißt du, das kann man nicht so ernst nehmen, was er da macht, ehrlich gesagt, aber. Das ist aber keine Auszeichnung, Marlies. Was redest du? Das Herz hat geschlagen, es hat sich bewegt, es war alles dran, das reicht mir. Jetzt hier mal was essen, auf alle Fälle. Eine Suppe oder eine Antipasti. Also ich bin fertig mit Essen. Und satt. Nichts mehr da. Marlies, du musst noch. Ja, nicht zu Ecke schieben. Nicht einfach nur zur Seite schieben. Das den Lehrertrick, wie er nur erzählt hat. Das zählt nicht. Fakt ist, wir haben Geschenke jetzt alle. Jetzt haben wir wirklich alle. Haben wir jetzt alle?
Ihr kriegt ein bisschen die Krise, weil die 500 Euro sind weg. Aber ich finde, wir haben total schöne Sachen besorgt. Was bitte? Ey, 500 Euro jetzt verballert. Wegen der Decke. Wir haben eine echt tolle Kuscheldecke gekauft. Die Lumen. Weil die Decke so liebt zu kuscheln. In Decken, nicht mit Menschen. In Decken. Mit Menschen nicht, nein. Das muss ohne Leben, ohne Gefühle sein. Tot. Muss tot sein. Ja. Aber eine richtig schöne Tagesdecke, wo sich, da wird sie 100% wohlfühlen. Also ich würde mich wohlfühlen. So. Die sind immer noch nicht wirklich vom Preis runtergegangen. Auch. Mein Sohn ist da. Hurra, hurra. Hola. Und jetzt gehen wir. Wir gehen die Kinder abholen. Furchtbar. Ja, danke. Du mich auch. Wir haben zwei Kinder, ja. Zwei Kinder wegen. Oh. So, wir sind alle wieder da und meiner Tochter gefällt die gekaufte Decke wohl äußerst toll. Ja, perfekt. Kannst du noch größer sein? Das ist schön. Psst, einfach abziehen. Ist doch ein gutes Fest. Ist das perfekt? Ah, nicht für die Kinder. Kostet es, was es wolle, ey. Beide Seiten so schön? Die andere ist auch weich. Ich hab den Fell, aber... Ja, ich hab die gefunden. War die so toll? Und Mama meinte, dir würde das sehr gefallen. Na denn? Hol dir mal was zu trinken. Na perfekt, wa? Das ist irre, ey. Du kriegst nicht mal einen Tempel davon. Holst du damit hin? Ist dein Bett? Nee. Die Decke bleibt hier. Die ist für dieses Bett. Für dich und dieses Bett. Mach ich hier oben die Lampe heute mal sauber. Ich hoffe, ich kriege heil hin. Gucken, ob Marlies mir hilft. Danach habe ich ich habe ja den Kinderladen für meine Kinder geholt für Weihnachten. Und da habe ich heute auf der Straße die passende Lampe gefunden. Das ist unglaublich. Neukölln, du läufst einfach draußen lang und dann findest du auf der Straße richtig schöne, einfach, aber schön, so eine schöne Hängelampe mit Metallschirm. Im klassischen Stil, also so wie früher, in klein, also dass das auch in so einem Puppenladen passt. Perfekt, total genial. Die muss ich aber noch wieder ansprühen, weil der Schirm sieht furchtbar aus. Ja, also muss ich so ein bisschen herrichten, das zeige ich euch heute auch noch. So, da hat der Tag doch wieder irgendwie was Schönes gebracht. Erstmal die Lampe hier oben. Eine runterkriegen. Gucken wir mal, ob das was wird. Schauen wir mal. Ja. Yeah.
Ich fand bloß eine Schläge zwischendurch mal so. Ja, das ist auch so. Junge, Junge, Junge! Kann mir mal jemand abnehmen? Also, aber wirklich irgendwo und nicht erschrecken. Ich guck da besser nicht rein, oder? Aber bitte, guck, was du, wo du hinpackst. Ich halte es einfach fest, bis du es mir wieder abnimmst. Okay. Ja, hier. Ich will Döner. Du kriegst Döner. Mann, 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 Mann. Was für ein Akt mit der Schale. Perfekt. R, U und B. R und U, B. Herrlich, schöner Schirm. Oh, das war die Lampe. Jetzt brauchen wir noch so eine Glühbirne. Und dann bin ich auch in der Küche glücklich mit dem Licht. Ist auch besser für einen Vlog. Immer wenn ich was filme hier drin, hat man dann ein bisschen mehr Licht. Ne? Ist auch wichtig. So, kaum ist das eine vollbracht, geht das nächste schon los. Jetzt zur Lampe. So, ich zeige euch kurz. Ich habe diesen Kaufmannsladen und oben drüber so eine kleine Lampe. Oh, guck mal, wie schön das hier aussieht. Gepflegt. Ja, da fehlt jetzt noch eine Lampe. Da ist er. Gut, die ist jetzt gut patiniert hier. Die soll natürlich so ein bisschen retro aussehen, so ein bisschen beschrabbelt hier und ein bisschen beschrabbelt da. Aber das ja, steht nicht so drauf. Ich dachte mir, ich mache die ganz klassisch. Innen weiß und außen schwarz. Das ist nur eine einfache Ikea-Leuchte, die kostet wahrscheinlich nur 9 Euro oder irgend so ein Quatsch. Aber das ist... Das ist ja nicht. Das geht ja gar nicht darum. Man sieht darum, dass sie da so eine kleine Lampe über ihren Kaufmannsladen haben. Sieht doch geil aus, oder? Das klassische Modell. Oft kopiert, nie erreicht. Die Originale habe ich nicht mehr im Moment. In der Größe sowieso nicht. Die waren ja immer größer. Außer diese Stalllampen, diese Stallaufzugslampen, diese Wärmelampen für den Hühnerstall, die sind dann einfach auch so groß. Und dann diese Leucht. Diese Wärmebirne hier drin mit so einem Gitter noch vorne dran. Ist auch nicht schlecht, aber es ist ein kein Hühnerstein. Ne? Jo, ich guck mal, ob ich den hier abkriege. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist es nicht. Doch, da kommt man ab. So, ja, ganz leicht. Da haben wir den Schirm schon. Den Schirm würde ich auf alle Fälle bearbeiten. Der Baldachin kommt ab. So, jetzt schrauben wir das mal auseinander. Machen erstmal Kabel ab und alles. Das ist mit Absicht so gemacht. Das würde ich hier, wie gesagt, gerne neu machen. Also, wenn man jetzt hier abschrauben möchte, dieses hier, die Fassung, dann befindet sich hier drin so ein kleiner Widerhaken. Den muss man wegdrücken. Da. Kann ich wahrscheinlich nicht zeigen. Da. Sieht man das? Den biege ich mal beiseite. Dann kann ich es aufschrauben. Und die kleinen Zähnchen. Da rastet er ein. Und da ist er. Der wird dann am Ende wieder runtergedrückt. Jetzt kann man das hier eigentlich rausnehmen. Ich muss ans Kabel ran. Okay, man biegt es halt. Also hier habe ich die Kontakte gelöst, die beiden. Das ist echt auf Millimeter berechnet hier, unglaublich. Boy! Was ist das? Das ist eine Lampe. Ah, warte, hier kommt.
Und hier kommt ein Stecker ran an das Ende. Mann, Mann, Mann. Jeder ist serviert. Mir ist serviert. Die Daumen fies. Was kommt in der Mitte? Ja, ja, das gute alte Abgeben. Heute hab ich schon gedeckt. Immer du sitzt bei der Bank. Dein Bunker, wo du draufstehst. Da sitzt du. Ah. Da ist ein Kürb. Mollis? Wollte aber keinen. Na, Mollis kriegt auch. Wie ist jetzt trotzdem? Handy doch. Ich hab gesagt, ich soll. Ich muss doch essen. Halt fest, mit beiden Händen. Werden sie hier. So, ham, ham. Vereinigtes Döneressen. Die Vereinigten Döner-Emirate. Hohoho, ist das ein Megastück. Mehr Fleisch? Da ist auch was da drin. Da ist was Fleisch drin, oder? Mhm. Na dann. Nein. Der Fakt ist, alle da, haben wir auch selten. Leon da. Skali da, die ist ganz selten da. Die Nuki. Nur am Essen. Wie sie guckt. Sag. Darf man hinstellen? Genau, so ist fein. Die Mama da, ist doch selten brauchbar für sowas. Aber klappt jetzt gerade. Essen funktioniert. Ja, neu wieder. Neu. Neu. Die Dumi. Die ertrinkt gerade. Jetzt schon so viel gesuppelt. Hallo. Hallo. Und die Katze, nicht zu vergessen. Die hätte gern alles, was auf dem Tisch ist. Die will so um sich danach wieder alles nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Keine Sache, aber stille sie, hat eine Sache. Du willst nicht, zieht aus der Kreise und kann mein Kater drinnen lassen. In diese Runde mischte sich leise und verwunderlich das Läuten kleiner Glocken, die Weihnachtsbrille öffnen. Ein kleiner Junge hörte sie so hell und flammend lautes Spiel. Da stieg er aus seinem Bett und schlich sich leise ans Fensterbrett. Schaut hoch zum Himmel rauf, als Weihnachtsmann gerade flog hinab. Er rief ganz laut, Hoho, Inge, was habt ihr dieses Jahr getrieben? Wart ihr artig? Zog ihr vor mir stets den Hut, dann will ich euch auch reich beschenken, muss nur den Schlitten zu euch lenken. Da freute sich der Junge sehr und knurrte sein Kuscheltier. Denn lieb war er gewiss gewesen, sein Schwein, was er nicht auf die Lange. Da schlich er sich die Treppe runter, war wachsam und auch völlig munter, blickte starr auf den Kamin, was Weihnachtsmann nie könnte fliehen. Jetzt weiß ich es wieder. Warte mal, du hast bestimmt auf den Spickzettel geguckt. Und 1, 2, 3, da stand er schon in den Händen Schokobrot. Im großen Sack ein Schaukelpferd, auf roten Sattel legt er Wert. Nun zog er zur Weihnachtsmarkt das kleine Häuschen an. Der kleine Junge dankte ihm sehr und geht ins Bett mit Kuschelbär. Toll. Dafür habe ich eine 2 und eine 1 gekriegt. 2 und eine 1? Heute habe ich das für was eine 1? Für die Betonung. Und dann die 2 für halb. Ja, ja, ich habe nur halb so ein paar vergessen. Nö. Da in manchen Situationen hätte ich zu reagieren, hätte auf jeden Fall. Na normal musst du mit dir reagieren. Musst du ja klar, das ist ja klar. Ich würde jetzt nicht, glaube ich, jetzt so irgendwie. Man muss sich viel erklären, es steht ja auch ganz viel falsch. Zum Beispiel, wenn sie sauer ist oder irgendwas nicht stimmt, dann Skadi kommt an und bringt ihr die Sachen. Hier nimm das, was du auch gesucht hast. Und man versteht das falsch. Die hat mir das weggenommen, oder? Und fängt sich auch an, Skadi zu schlagen. Mama, das ist wie
Er hat ein Steck. Ist die versteckt? Ja. Und dann hat sie einen Höhlensteck. Genau, siehst du, so kann man dann von außen schwarz machen. Wo man dann mein Finne war es aus dem Muskel. Und in weiß erstmal? Aber so. Mein Finne habe ich aus dem Muskel gesiegt. Mhm. Und dann hat er aus dem Höhlensteck. Das ist die Füße. Wollen wir das eigentlich machen? Mhm. Ja, okay. Und dann hat sie aus. Wollen wir machen? Das ist spät. Aber nun ist wichtig, ganz viel erklären. Also wenn du merkst zum Beispiel, wenn sowas, dann musst du ihr das dann immer, die Skali wollte dir einen Gefallen tun, sie hat dir das gebracht. Mhm. Das war nett. Das muss man ihr alles erklären, weil sie es selber nicht weiß oder nicht versteht. Und das fällt einem wirklich tatsächlich schwer. Und den Scheiße. Du musst alles erklären. Immer, immer, immer wieder. Heute Morgen hat sie ja auch ihren Anfall gehabt und zwar die wollte sie in den Arm nehmen und trösten. Und dann hat sie auch so eingeprügelt. Dann geh weg und ich will nicht angefasst werden. Und muss man ja sagen, die Skadi wollte dir nett sagen. Die wollte dich trösten und dich in den Arm nehmen. Mhm. Gut, dass sie das dann nicht möchte, ist okay. Muss sie ja nicht. Mhm. So, der Leon zeigt euch jetzt mal, wie das funktioniert hier. Mit Beschreibung. Also, Papier. So, Paprika holt Papier. Dann wir nehmen die Oberteil. Oberteil. So, wir haben 4 Pizzen kaufen müssen. Jetzt kommt der Schirm darauf und jetzt ein Profi-Sprayer. Spray. Das kommt schwarz. Ah, das sieht aus. So macht Profi. Ja, ich sehe. Naja, und so weiter. Na, wie lange dauert der Quatsch jetzt? Na, das sieht ja schon gut aus. Durchgetrocknet nach 12 Stunden. Naja. 5 Minuten habe ich schon mal. Anfassbar ist. Na, gehen wir halt in einer halben Stunde nochmal runter. Ja. Aber ich guck mal gleich nach Stecker. Hier, wir haben Stecker. Jo, 2 Stunden 12. Reicht jetzt hoch. Hey, Jörn. Oh, ja, die hat jemand gekleckert. Jemand hat rausgekippt. Jörn. Ist gar nicht. Jörn. Ich bin nur auf. Da liegt doch eins. Wenn du wissen willst, ob irgendwas kaputt ist oder irgendwas nicht ganz nach Norm, gibst du einfach Marlies in der Hand. Die macht so einen TÜV, du. Ich sehe ein Fehler, zwei. Wünschst du jetzt nie ihr irgendwas in die Hand geben oder ihr sagt, guck mal, wie findest du denn das? Ist kaputt? Hä? Warte mal. Und da, ich habe den Fall schon mal gehabt, habe ich ein Bild oder sowas gemacht oder so, da habe ich irgendwie zu mir gefreut, dass es richtig geil geworden ist. Ja, aber da und da und dort. Ich hab das jeden Tag. Jeden Tag mehrfach Depression wegen Marlies. Eigentlich müsste ich mir das Leben nehmen. Keine Chance. Bei der Frau hast du einfach keine Sonne. Quasi. Das ist natürlich alles nicht so gemeint. Ja, also Marlies ist natürlich eine wunderbare Frau. Die würde ich auch gegen Höchstgebot, ne? Erlöst mich von dieser Furie! Ein geheimer Schrei, nee, ein stummer Schrei, nee, wie sagt man? Beim nächsten Mal bei Home Shopping Tommy. Ich will meine Frau haben! Sehen Sie in der nächsten Folge. HST24. Das sieht doch schön aus, oder?
Jetzt mache ich noch einen Stecker ran. Leider habe ich den nur in weiß. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Die Steckdose, wo da rinkommt, ist auch weiß. Alles Recycling. Alles mal gefunden. Irgendwo. Ja, da ist gut drin. Auch was damit anfangen. Ja, stimmt auch. Man muss auch damit was anfangen können, natürlich. Nützt nicht einfach nur alles aufzuheben. Irgendwann muss man es auch verwenden können. Mir würde es nämlich so geben, wie ich wüsste gar nicht, was ich damit soll. Ich schließe jetzt auf alle Fälle die Kontakte an, während meine Bande hier schon wieder Serien guckt. Na, was soll ich machen? It's a Black Lightning! It's a Black Lightning, genau. Jetzt machen wir noch ein Lightning drin und gucken mal, ob es auch funktioniert. Klebt es noch von innen? Ja, so wie das riecht, ja. Mal aus. Oh, pass auf, Pestipschläger. Oh Mann, das hat wehgetan. Hast du das gemacht? Dicke? Was war denn das? Kannst du mal hier bei ihm? Warte mal, ich filme das gerade. So, Leon, du hast es? Was war das? Mein Armreif. Für ein Armreif. Liegt unterm Stuhl, liegt unterm Stuhl! Liegt unterm Stuhl, Mann. Ich meine, es unterm Stuhl. Guck, guck mal da. Warum machst du denn sowas? Ja, komm, mach zu. Bist du bescheuert? Volle Pulle, volle Pulle! Rinne in die Fresse, richtig in die Fresse. Das ist doch ein von einem Spielzeugauto, ein Reifen. Deswegen steht Right On drauf, oder? Da steht Right On drauf, oder? Jetzt gib's ihm zurück, los, gib's ihm! Das ist von Bagger. Vom Bagger! Scheiße, ist das vom Bagger. Ja. Voll wehgetan. Ich bin aber nicht rachsüchtig, hast du Glück gehabt. Ich mach das, damit du schläfst. Warte, normal. Wenn du schläfst, machst du... Du kriegst ja, Alter, volle Packung. Du machst so, hast du die ganzen Reifen im Mund, so komplett aufgezogen und aufgepumpt. Die ganzen Hot Wheel-Reifen. So. Alle abgekippt. Ich dachte schon, es war Tommy. Wie kommst du denn darauf? Ja, manchmal willst du mir wehtun. Sag mal, ich bin dein Mann. Nein! Ich muss dir wehtun. Was machst du hier? Nein! Abmarsch ins Bett. Abmarsch ins Bett. Wo ist dein Bett? Los ab. Geh bei Anouk oder Lumen schlafen. Dann los, Abmarsch. Aber zack! Hopp, 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 hopp. Ich bin blöd. Ich kann mal nicht aufschlafen. Ist ja immer so. Könnt ihr mal sehen, liebe Leute. Ich werde sofort verdächtigt hier. Also, ist ja wirklich. Ja, weil du gerade aufgestanden bist, wie geht denn nicht? Na, hat er natürlich geschickt gemacht, wa? Gute Timing. Der Timing. Das haben wir ja gerade gesagt, aber es ist klar, wir wiederholen es auch nochmal für dich. Kein Problem, du bist ja nur eine Frau. Es ist. Du bist ja nur eine Frau, hast du gesagt. Da kann man ja nichts dran ändern. Was sagst du eigentlich dazu, zu der nur eine Frau-Frage? Leon? Hä? Kann er ja auch nicht dafür, er ist ja nur mein Sohn. Achtung, Achtung, ich feuer an. Zünd. Rock. Ja, da leuchtet was. So romantisch, hier. Romantisch. Ja, ich rede mit dir. Warum? Ich rede nicht. Nee, das war in Ordnung, guck mal. Von einer kürzester Zeit eine wunderschöne Lampe gemacht. Oder nicht? Ich meine, davon mal ausgehend, dass man irgendwo ein Zimmer hat, was man sich einrichten will. Und dann hat man diese Lampe da. Als Deckenlampe über den Küchentisch oder so? Ist doch geil. Oder über den Arbeitstisch. So als kleine Arbeitsleuchte. Ein bisschen rustikal sieht die aus. Trotzdem noch, obwohl alles schwarz ist, schön. Aber sieht ja trotzdem noch nicht so nagelneu aus. Wisst ihr? Mhm. Finde ich eigentlich gut. Ja, den Brand neu. Der nicht so toll. Und man hat was für die Umwelt getan. Hat altes Material wiederverwendet. Also so alt ist es ja nicht, aber ich finde es nicht schlecht. Andere wollten es nicht, es wäre sonst weggeschmissen worden. Natürlich. Was mich absolut nervt an diesen Lampen heutzutage, ist dieser massive Aufdruck hier überall drauf. Früher wurde das ja immer hier, hier ist ja so ein riesen Aufdruck drauf auf den Glühbirnen immer. Steht ja alle drauf, wo sie herkommen, wo sie hingehen, wie viel wollt und alle. Früher, wenn ich mich entsinne, war das doch früher so, dass man... Auf der Fassung? Dass das auf der Fassung gestempelt war. Gibt es teilweise immer noch. Das sieht doch scheiße aus. Das mache ich jetzt weg. Wahrscheinlich ist sie dann nicht mehr zulässig in Deutschland. So, so das sieht doch viel besser aus. Manchmal sogar teilweise schon weg, wenn es da oben drauf ist. Das bleicht aus. Bleicht aus. Hat man ja manchmal auch bei dem oder was auch immer. Ist dann halt einfach weg. Aber so sieht es doch viel schöner aus.
So, kommt ihr jetzt wieder rein? Ich schon. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ich bin glücklich. Ich freue mich mal nicht. Halt die Funde auf die Straße. Ich freue mich über sowas. Ja, ist doch auch gut. Ich hätte sowas nicht reparieren können. Das war ja ernst. Man hätte es nur mitnehmen müssen. Aber ich meine, dass man das jetzt so hat, so ich dachte, sah ja scheiße aus, ne, so wie es war, oder? Also dieses Grüne, das hat mir, dieses Ranzige da, das hat mir noch nicht so gefallen. Aber man hätte auch, wenn man das schön gefunden hätte, hätte man auch mitnehmen können. So, jetzt muss ich das nur noch da anbringen. Da wird hin gehört dann. Das ist nicht weit. Okay, liebe Leute, das war's für heute. Okay, das war's. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Sohn, der hustet ein bisschen. Wenn mein Sohn da ist, ist es immer laut. Man versucht, die Kinder hinzulegen. Der rotzt und hustet und keucht und spült und furzt. Ich war's nicht. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao.